Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe seit gestern total Lust zu vloggen und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch heute auch wieder so ein bisschen mit. Wird zwar nicht so spannend wie gestern, also der gestrige Vlog, aber ja, ist halt so ein bisschen Alltag von mir, weil wir heute nicht sonderlich viel machen und ich weiß auch gar nicht, noch gar nicht, was ich alles filmen soll, weil meine Mutter hat heute Geburtstag und deswegen gehen wir nachher essen im Restaurant und ja, da kann man natürlich sehr wenig filmen und so. Und davor wollen wir noch eine Treppe kaufen, also die Treppe für unsere Wohnung. Total cool. Da gehen wir nachher in den Baumarkt und schauen mal, weil wir haben jetzt soweit alles fertig und brauchen jetzt die Maße der Treppe, um weiterzumachen. Und deswegen brauchen wir jetzt halt eine Treppe. Und wir haben uns da so ein bisschen vorgeschert, weil Treppen sind echt sauteuer. Aber jetzt, ja, muss es nun mal sein. Und deswegen schauen wir dann nachher nach einer Treppe. Das machen wir alles vor dem Essen. Und ja, bis dahin bin ich alleine jetzt. Meine Eltern sind jetzt schon arbeiten gefahren. Und ich nutze morgens immer die Zeit, also wenn ich aufstehe, nehme ich meine Tabletten, muss dann immer eine halbe Stunde warten, wegen der Schilddrüsentablette, bis ich überhaupt frühstücken kann. Und in der Zeit nutze ich immer so die Zeit und schneide Videos, mache Thumbnails und lade die Videos halt hoch. Also kümmere mich halt so rund um YouTube. Und das mache ich wirklich jeden Morgen. Das habe ich jetzt gerade schon gemacht. Vielleicht hört ihr auch den Laptop im Hintergrund, der speichert gerade ein Video ab. Genau, ein Video habe ich schon geschnitten, nämlich den Vlog, den ich gestern für euch gedreht habe. Und den habe ich auch schon hochgeladen und die Thumbnails habe ich schon gemacht. Und jetzt bin ich dabei, das Fragen- und Antworten-Video zu schneiden. Aber das muss kurz einmal rendern, dann kann ich es einmal schneiden. Steht jetzt für mich an, erstmal gleich duschen gehen. Das habe ich jetzt gleich vor. Und dann wollte ich hier einmal durchsaugen, mein Zimmer durchsaugen und das Bett einmal absaugen, weil durch meinen ganzen Haarausfall leider sind überall immer Haare und deswegen mache ich alle 2 Tage einmal das komplette Bett sauber. Und unsere Katzen schlafen immer hinten in der Ecke. Und da sind halt auch ganz viele Katzenhaare und das mag ich nicht. Deswegen wird einmal alles abgesaugt jetzt. Der Felix bekommt noch eine neue Bettwäsche, weil ja, da haben wir jetzt seine Bettwäsche mal gewaschen und die will ich jetzt gleich noch neu aufziehen. Und dann muss ich ja immer den Fußboden saugen, ganz normal einmal grob durch, dann wollte ich hinten im Babyzimmer, also in meinem zweiten Zimmer. Ich kennt ja mein Zimmer noch gar nicht, ne? Ist total komisch, wenn man 2 YouTube-Kanäle hat. Also ich habe hier vorne ein Zimmer, das ist mein Schlafzimmer sozusagen. Dann habe ich einen begehbaren Kleiderschrank. Der ist genau hinter der Kamera. Und ich habe da hinten so ein zweites Zimmer noch. Und ja, da sind halt immer die ganzen Babysachen drin. Also da steht der Stubenwagen und so und seht ihr ja bestimmt auch immer im Hintergrund. Da drehe ich auch immer die Videos. Genau, und da wollte ich jetzt auch noch ein bisschen Klatschschiff machen, weil auf der Fensterbank, da drüben stehen die ganzen Babysachen, die ich noch abfilmen muss. Und das dachte ich mir, entweder mache ich das nachher, wenn vom Duschen meine Haare trocken sind, das Video drehen oder ja, auf jeden Fall einmal aufräumen da. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, weil ich habe in diesem Zimmer wirklich nur noch so einen ganz kleinen Gang, um da durchzugehen, weil da steht jetzt auch noch der Kinderwagen. Und ja, also ich musste auf jeden Fall mal aufräumen. Genau, ich habe mir jetzt gerade schon die Sachen rausgelegt, die ich jetzt gleich anziehe. Ich ziehe einfach so ein graues T-Shirt an und ein Cardigan. Der ist von Tellyray. Da werde ich mich ganz oft gefragt. Der ist von Tellyray und das T-Shirt ist ein ganz einfaches graues Basic-T-Shirt von Primark. Genau. Und eine Jogginghose, die habe ich aber schon an. Die habe ich im Moment total gern an, weil die ist sau bequem und ich mag die Farbe. Ist so ein Bordeaux-Rot. So, fertig geduscht. Habe jetzt meine Haare zum Zopf gemacht. Das mache ich immer. Ich föhne die nicht, weil davon kriege ich strohige Haare, also die werden ganz, ganz trocken und meine Haut wird auch ganz trocken. Das ist überhaupt nicht so meins. Und deswegen lasse ich sie mal Luft trocknen in so einem kleinen Zöpfchen. Und habe jetzt schon das Bett frei gemacht zum Saugen gleich. Schon wieder voll aus der Puste. Muss mich gleich mal wieder hinsetzen. Aber jetzt wollte ich erstmal frühstücken gehen.
Das Fenster habe ich auch gerade aufgemacht, also falls es ein bisschen lauter wird, liegt es daran. Wir wohnen doch an einer sehr befahrenen Straße. Die fahren hier leider alle viel zu schnell dafür, dass hier innerorts ist. So, für mich gibt es jetzt zwei Toastbrote mit Kirschmarmelade. Total lecker. Und dazu gibt es einen schönen Apfeltee. So, gefrühstückt habe ich jetzt. Und jetzt habe ich mir noch einen Apfel aus dem eigenen Garten geschnitten. Und den werde ich jetzt auch noch essen. So, Staubsauger ist oben. Da ist mein ganzer Kabelsalat. Genau, ich kann nur meinen Bauch zeigen. So sieht es heute aus. Und wenn ich so gucke, sehe ich meine Füße nicht mehr. So, während ich hier gerade das Bett gemacht habe, sieht schon wieder besser aus, oder? Kam gerade die Post und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. So, ich hoffe, ihr seht gut. Hier steht jetzt irgendwie voll auf meinem Laptop. So, das erste ist einfach nur so ein Briefumschlag. Ich bin mal gespannt. Hallo Niki! Hi! Zeig dich mal, die kenne ich noch gar nicht. Nee, komm mal her. Das hier ist die Minky. Sie möchte bitte in meinem Bett schlafen. Aber Miki hat doch gerade es sauber gemacht. So. Aber erstmal packen wir jetzt hier das Paket aus. Oh, da ist noch ein Brief drin. Vorsichtig sein. Oh mein Gott, Leute. Wow. Wow. So, das war's. Oh mein Gott, I'm so in love. Leute, oh mein Gott. Schaut euch das mal bitte an. Oh Gott. Schaut mal bitte. Ja. Das finde ich auch toll, wa? Ein Maxi-Cosi-Anhänger, den könnt ihr so anhängen. Oh, der ist ja mal ultra süß. 100% Handarbeit. Also, die Sachen sind schön selbst gehäkelt. Oh, das gefällt mir so gut. Ich verlinke das auf jeden Fall unten in der Infobox. Aber ich werde so oft gefragt, wo ich die Sachen alle her habe. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Oh Gott. Eine passende Rassel. Oh, die ist ja richtig schön. Oder Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Ist das nicht ultra süß? Alles richtig schön passend. Und dann natürlich noch eine Kinderwagenkette für unseren Kinderwagen. Da muss ich gleich mal gucken, ob die passt. Die sieht ziemlich lang aus, ist gut. Ach so, man kann die sogar noch persönlich einstellen hier. Das ist auch richtig gut. Ist das nicht so goldig? Mit diesen Häschen. Und dann haben wir hier noch so kleine Schleifchen dran. Die finde ich auch so süß. Alles richtig schön Holz und Natur. Ich liebe das, ja. Auch schaut auf jeden Fall in der Infobox, wenn ihr da auch Interesse habt. Dann habe ich hier noch ein Paket. Sauer. Oh, ich liebe diese Sachen, die so süß eingepackt sind. Ne? Ich liebe das. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder voll begeistert hier. Oh. Oh nein. Oh nein, wie süß. Erstmal eine Karte. Für dich handgemacht. Mit Liebe handgemacht für Maggie. Richtig süß. Ich mag sowas Personalisiertes total. Dann haben wir hier einen Brief. Da muss ich ja auch nochmal reinschauen, dass da irgendwas Wichtiges steht. Aber ich glaube, das sind immer nur so, ja, wie man das waschen kann und so. Genau, hier ist auch nochmal der Instagram-Shop. Könnt ihr direkt vorbeischauen, aber ich verlinke das auch nochmal in der Infobox. Ja, Nähzauberei bei Jessica. Sehr, sehr schön. Da haben wir einmal eine Mütze aus einem richtig süßen Stoff. Echt total niedlich.
Dann ein Dreieckstuch, das ist schon ein bisschen größer, die Mütze auch, das ist auch ganz gut. Kann man das lange tragen, einmal in dem passenden Stoff. Dann haben wir ein Halstuch im Bienenstoff. So blau mit Bienchen, finde ich auch total neutral. Also klar, es ist eher weiblich, aber ich finde das total süß und auch sehr gut verarbeitet mit Druckknöpfen. Und dann haben wir noch eine Hose. Oh, eine richtig schöne große Pumphose. Passend zum Dreieckstuch. Ich liebe ja diese Pumphosen. Es steht eine Größe drin. Nein, aber ich schätze das mal so auf, ja, 68 wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall schon etwas größer, aber auch so süß. Ich liebe Pumphosen. Und jetzt werde ich gleich mal diese Kette hier ausprobieren am Kinderwagen. Und das knistert total süß. So, wir schauen mal. Der Kinderwagen steht hier bei uns im Flur. Das ist der große Emmal Junger, weil wir unten keinen Platz haben. Und das ist endlich mal eine Kette, die wirklich groß genug ist. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Oh, wow. Minky, ist das schön? Schaut mal, Leute, ist das nicht süß? Oh Gott. Findest du auch toll, ne? Aber nee, nicht da reingehen, Minky. Ich weiß, das ist verlockend. Ich weiß. Nein, wir wollen da nicht reingehen. Und endlich ist sie mal lang genug. Und ich finde sie so wunderschön. So, meine Haare sind immer noch nass. Und meine Eltern müssen jetzt jeden Augenblick kommen. Und danach werden wir wahrscheinlich auch gleich schon losfahren. Also, weil wir ja noch die Treppe kaufen wollen, werden wir ein bisschen früher losfahren. Und auch Miki. Genau, das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen Videos schneiden, bis die da sind. Und mich um diese Minky kümmern, die schon wieder Langeweile hat. So, das kommt noch in den Müll. Und das hier kommt ins Babyzimmer, beziehungsweise in mein zweites Zimmer, weil hier wartet auch alles andere, was wir irgendwie gekauft haben, was Handmade-Sachen sind. Die habe ich euch ja gestern auf Instagram gezeigt, die Kinderwagenkette. Die ist leider ein bisschen kurz für unseren Emmal Junger. Aber da bin ich jetzt echt glücklich, dass wir hier jetzt eine haben, die wirklich richtig gut passt. Alles kann ich euch nicht zeigen, weil das ist alles schon personalisiert. Das ist diese süße Giraffe. Ist die nicht ultra? Die ist auch handgemacht. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Ich finde die einfach so goldig. Ja, damit kann die Maus richtig schön spielen. Was die Liebe uns auch zugeschickt hat, ist diese süße Vogel als Spieluhr. Total niedlich. Verlinke ich euch das alles in der Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Die spielt, glaube ich, ganz normal. Ja. Also wenn ihr noch Spieluhren sucht oder so, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, weil die sind echt ultra süß. So, für mich heißt es jetzt Essen und Video schneiden. Das Video ist... Ich habe schon ein bisschen angefangen, aber da ist das Video, das will jetzt geschnitten werden. Und wir gehen ja gleich essen. Deswegen habe ich mir so einen ganz, ganz kleinen Teller jetzt hier gemacht. Mit so ein bisschen Frikadellen hier. Tomaten aus dem eigenen Garten natürlich. Bisschen Senf, bisschen Ketchup, einfach so ein kleiner Hunger zwischendurch. Weil um 16 Uhr wollen wir los. Und genau deswegen einfach so ein kleiner Snack. So, Video ist fertig. Wir haben es auch schon gleich 16 Uhr. Mein Freund hat mich gerade angerufen, dass er ein bisschen zu spät kommt. Das heißt, wir fahren ein bisschen später als 16 Uhr los. Aber das sollte auch kein Problem sein. Und genau, ich bin jetzt erstmal froh, dass das Video fertig ist.